Saftig, haben Sie denn gut geschlafen? Sehr gut sogar, ja. Aber was bedeutet das? Jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Was das bedeutet, ich hoffe, bedeutet was Gutes. So, kurz vor der Halbzeit. Sie hören die anderen Resultate von anderen Plätzen. Wie steht's da? In Leverkusen 1:1 und in Kaiserslautern 0:1 für Hamburg. Willkommen, wir befinden uns zurzeit in dem Bus der Borussia-Mannschaft. Es ist zurzeit ein Höllenlärm hier, ist kaum zu beschreiben. Einen Moment. Kurze Unterbrechung. Das ist live, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich spreche mit Thomas Helmer, ein Spieler, der 34 Spiele als einzigster mitgemacht hat. Was sagen Sie zu dem Erfolg und zu dem Erringen des UEFA-Cups von Borussia Dortmund? Ja, um ehrlich zu sein, ist natürlich sensationell, dass wir es geschafft haben. Auch aufgrund unseres Torjägers Norbert Dickel. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergehen soll hier. Auf jeden Fall wird jetzt hier feste gefeiert.